Wir bekommen ja demnächst in Minecraft eine Art neues Horrorbiom, und zwar die sogenannten Pale Garden. Und da gab es ja bisher noch nicht so viele Inhalte, aber diese Woche ist mal wieder ein bisschen was Neues hinzugekommen. Und das finde ich auch ziemlich, ziemlich cool. Deswegen möchte ich euch das Ganze wie immer ein bisschen vorstellen. Diesmal gibt es die neuen Inhalte aber zuerst auf der Bedrock. Nicht wundern, Java-Edition kommt dann irgendwann demnächst. Aber trotzdem, schauen wir uns das Ganze natürlich ein bisschen an. Schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, was ihr von diesen neuen Sachen so haltet und wie ihr dieses neue Biom so findet. Und das Erste, was wir uns jetzt anschauen, haben wir gleich mal hier drüben. Und zwar gibt es eine neue Blume. Neue Blumen sind natürlich immer ziemlich cool, auch wenn diese Blume natürlich ein bisschen trostlos aussieht, ein bisschen ja, grau, wie der ganze Rest des Bioms. Das ist so das Prinzip dieses Bioms. Einfach grau. Das Ganze ändert sich aber, denn diese Blume hat eine Besonderheit. Es gibt sie in zwei Formen. Sie kann sich nämlich öffnen. Das hatten wir bisher in Minecraft auch noch nicht in dem Fall, dass sich eine Blume schließen und öffnen kann. Und das ist die erste. Und zwar gibt sie nämlich in einer geschlossenen Variante, die Closed Eye Blossom. Und es gibt sie in einer geöffneten Variante, und zwar die Open Eye Blossom. Man hat schon gesehen, da hinten hat sich schon eine geöffnet. Die öffnen sich auch nicht alle zeitgleich. Da ist zum Beispiel mal eine aufgegangen. So sieht sie geöffnet aus. Und das finde ich auch ziemlich cool. Bringt natürlich so ein bisschen Licht in dieses Biom rein. Man kann so ein bisschen leicht erkennen, sich ein bisschen besser orientieren zum Beispiel. Aber natürlich wird es auch gefährlicher, denn der Gegner hier hat auch so ein bisschen leicht orange Augen. Man kann es vielleicht auch ein bisschen verwechseln. Das finde ich halt ziemlich cool. Man kann sie natürlich auch einpflanzen. Auch da ändert sie ihre Form. Auch da geht sie auf und schließt sich wieder. Das heißt, man kann sich so eine relativ coole Blume auch ins Haus zum Beispiel stellen. Und man kann sie natürlich auch abernten. Gibt auch eine Besonderheit, wenn ihr die geschlossene Blume weiterverarbeitet, bekommt ihr grauen Farbstoff. Wenn ihr aber die andere weiterverarbeitet, die geöffnete, bekommt ihr orangenen Farbstoff. Das heißt, das Ganze ist gleich für zwei verschiedene Farbstoffe gut. Finde ich auch eine nette Idee. Und ja, eine neue Blume, die ihr finden könnt, könnt ihr abernten, mitnehmen. Auch eine sehr nette Sache. Aber das ist noch nicht alles, denn es gibt jetzt auch endlich Harz in Minecraft, also so Baumharz, den ihr in den neuen Pale Garden Biomen finden könnt, natürlich an den Bäumen. Und zwar immer an den Bäumen, wo auch dieses Creaking Harz drin ist. Das heißt, falls ihr im Dunkeln hier seid und ein Creaking findet und den schlagt, dann seht ihr ja Partikel, die euch zum bestimmten Baum führen. Und an dem Baum findet ihr dann auch hier immer mal wieder so leichten Harz dran. Den könnt ihr tatsächlich abernten, einfach mit der Axt. Und dann bekommt ihr hier so einen Resinklump, also so einen Harzklumpen. Finde ich ziemlich cool. Als Item so auch ganz nett. Aber ihr könnt das Ganze dann auch einfach wieder platzieren. Das finde ich halt ziemlich cool. Also ihr könnt das auch zum Dekorieren zum Beispiel verwenden. Könnt es auch zum Beispiel irgendwo drunter machen oder so. Oder auf dem Boden. Finde ich, hier und da könnte das ganz nett werden. Und ihr könnt das Ganze natürlich weiterverarbeiten. Ihr könnt daraus nämlich einen Resin Brick craften. Und daraus könnt ihr dann auch wiederum neue Blöcke craften. Und die finde ich von der Farbe her auch ziemlich interessant. Ist mal was ganz anderes als die Sachen, die man so bisher hatte. Falls man mal so ein bisschen oranger arbeiten möchte, kann man daraus ganz cool was machen. Hier gibt es nämlich hier einmal den ganz normalen Block of Resin. Wir haben die Bricks davon. Für die Bricks gibt es dann auch tatsächlich die Treppe, die Stufe und auch die Mauer. Und dann gibt es hier noch so eine Special-Variante. Und zwar die Chiseled. Und da sieht man schon, hier ist so ein bisschen der Creaking drauf abgebildet. Das finde ich auch ziemlich cool. Passen natürlich zu dem Biom. Und ich glaube, hier kann man ganz gut erkennen, die Augen von dem neuen Creaking haben halt den gleichen Farbton wie zum Beispiel das Harz, was man an den Bäumen so finden kann. Was es natürlich auch deutlich schwieriger macht, das Ganze vielleicht mal irgendwo in der Entfernung zu erkennen, ob es jetzt ein Creaking ist oder halt einfach nur ein bisschen Harz an den Bäumen. Das finde ich ziemlich cool. Man hat gerade schon gesehen, es gibt noch eine weitere Verwendung, was ihr mit diesem Harz machen könnt. Und zwar könnt ihr das Ganze nämlich als Farbstoff verwenden, für die Rüstungsverzierung. Ich habe jetzt hier mal das Ganze drauf gemacht. Ihr seht, das Ganze ist richtig schön orange. Die Hose ist übrigens Kupfer. Man sieht den Unterschied. Das ist deutlich dunkler. Wenn ich jetzt mal hier die Hose anziehe, das ist die orangene Hose. Und das Ganze funktioniert genau wie bei den anderen Sachen auch. Ihr müsst einfach an den Schmiedetisch, packt dort ein Rüstungsteil rein, packt dort eine Vorlage rein und nehmt halt den Farbstoff. In dem Fall ist es komischerweise nicht der Resinbarren, sondern aktuell der Klumpen. Wundert mich ein bisschen, weil bei Netherite oder auch bei Kupfer sind es ja jeweils die Barren. Ich denke mal, das wird man noch auf die Barren ändern. Aber im Endeffekt könnt ihr damit dann eure Verzierung auch in einem schönen Orange machen. Finde ich ganz nett.
dass man da auch immer das Ganze noch ein bisschen erweitert. Ich muss sagen, ich finde das Ganze auf jeden Fall schon mal ziemlich cool. Gerade dieses Harz macht es natürlich deutlich interessanter, auch in dieses Biom reinzugehen. Denn das könnte ich mir ganz gut zum Bauen so mal hier und da vorstellen. Oder halt auch einfach zum Dekorieren, dass man so ein bisschen Harz überall verstreut. Das gefällt mir ziemlich gut. Und natürlich die Vorlage. Und ich muss sagen, so als Farbstoff in dem Farbton finde ich das auch ziemlich, ziemlich cool. Kann ich mir noch ganz gut vorstellen, dass man hier vielleicht noch eine neue Struktur reinmacht. Mit einer neuen Vorlage zum Beispiel, die man nur ausschließlich hier finden kann. Vielleicht auch wieder eine neue Scherbe für die Decoration Pots zum Beispiel. Mit dem Creaking drauf, kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Ja, nimmt auf jeden Fall ein bisschen Form an, das Biom. Anfangs war ich echt skeptisch, aber so Stück für Stück gefällt mir dieses Biom immer mehr. Ein paar Sachen würde ich noch gerne haben, aber das werden wir dann hoffentlich in den nächsten Wochen noch bekommen. Wie immer, schreibt auf jeden Fall fleißig in die Kommentare, was ihr von diesen Sachen so haltet. Und ansonsten sehen wir uns. Lasst natürlich gerne einen Daumen nach oben da. Und bis dann. Ciao, ciao.